liebe Kickers-Freunde, ein weiterer Neuzugang bei mir, Theo Rieck von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Theo, erstmal herzlich willkommen hier auf der Waldau. Dankeschön. Stell dich doch einmal selbst kurz vor, so Dinge wie Familienstand, Alter und vielleicht die seitherigen Vereine, bei der du seither gespielt hast. Also, hallo Kickers-Fans, ich bin Theo Rieck, ich bin 20 Jahre alt, Innenverteidiger. Familienstand ledig, aber ich habe eine Freundin und ja, bisherige Vereine waren der SV Lautern, mein Heimatverein. Dann bin ich zum VfA Aalen 5,5 Jahre und dann für 3 Jahre nach München und jetzt hier. Wie kam denn letztendlich der Kontakt zu den Kickers zustande und warum letztendlich der Wechsel zu den Kickers? Also Kontakt kam zustande über meinen Berater. Es war relativ kurzfristig und der kennt Lutz sehr gut, Lutz Siebrecht und ja. Warum letztendlich die Kickers? Kickers ist ein geiler Verein. Man sieht es hier draußen im Stadion, die Fans. Wir haben hier Profibedingungen. Das war für mich sehr wichtig, dass ich halt so oft wie möglich auf dem Platz stehen kann und trainieren kann. Wirklich auch ein gutes Umfeld, ist mir jetzt schon aufgefallen. Viele gute Unterstützer. Und ja, wie gesagt, das ist halt jetzt hier eine schöne Sache. Konntest du schon von Stuttgart was sehen, dich ein wenig mit der Stadt vertraut machen und wie bist du von den Kickers aufgenommen worden? Ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Aalen, also aus Lautern und deshalb ist mir Stuttgart jetzt nicht so ganz fremd. Also ich kenn schon ein paar Ecken und aufgenommen wurde ich sehr gut. Das ist natürlich was anderes. Bisher war ich nur in Jugendverein oder auch in der zweiten Mannschaft sind viele junge Spieler und hier sind sehr viele erfahrene ältere Spieler. Das macht es für mich mega interessant und ja. Aber macht mir sehr viel Spaß bisher. Du bist gelernter Innenverteidiger. Wenn ich richtig gelesen habe, kannst du auch auf die linke Außenverteidigerposition wechseln. Wie persönlich schätzt du deine Chancen ein, in die Stammelf aufzurücken? Ja gut, also bei mir ist es natürlich immer noch so, dass ich jetzt aus einer langen Verletzung komme und ich jetzt Step by Step mich ranarbeiten muss. Und ich glaube, dass ich jetzt in der Vorbereitung schon viele gute Schritte, die ersten Schritte gut gemacht habe. Und von dem her, nach der langen Zeit gilt es einfach nur noch geduldig zu sein, weiterhin wieder ranzukommen und wieder an mein Potenzial, an meine vorherige Form ranzukommen. Wann es dann irgendwann soweit ist, dass ich spielen darf, das entscheidet natürlich der Trainer. Aber ich verspreche, ich werde alles dafür tun, dass es bald der Fall sein wird. Theo, eine letzte Frage. Die Kickers-Fans sind legendär. Der Fanblock macht eine mega Stimmung. Freust du dich auf dein erstes Heimspiel? Mega, mega. Also als ich hier schon hergekommen bin, ins Stadion reingelaufen bin, in die Kabine, wirklich, es ist mega, es ist schön, es ist alles neu und da haben die Kollegen schon erzählt, wie die Fans sind, das ist unbeschreiblich. Dafür spielt man Fußball, dafür spiele ich zumindest Fußball und ich freue mich wie ein kleines Kind. Dann darf ich mich bedanken, dir persönlich alles Gute wünschen und einen guten Einstand bei den Kickers. Auf die Blaue. Auf die Blaue.